Meine Halbzeitbilanz ist, dass die bayerische Staatsregierung viel zu wenig macht, um die Herausforderungen der Zukunft anzupacken. Und dass es uns gelungen ist, als Grüne viele der wichtigen Zukunftsthemen in den Bayerischen Landtag zu bringen und teilweise auch zum Erfolg zu bringen. Wir reden von einem Klimaschutzgesetz, wir haben ein Artenschutzgesetz bekommen und viele andere Dinge Anstoß und voranbringen können. Konkrete Erfolge sind zum Beispiel, dass es endlich mehr Lehrkräfte gibt, dass endlich die Jugendsozialarbeit an Schulen angegangen wird, dass das Gesundheitssystem reformiert werden soll. Das schreiben wir uns auf die Fahnen, denn darum haben wir viele Jahre gerungen. Erst letzte Woche konnten wir einen Erfolg erzielen mit einem Antrag von uns, dass sich der Freistaat Bayern endlich um die Elektrifizierung seiner Eisenbahnstrecken kümmern soll. Unser Antrag wurde angenommen. Wir haben auch einen Antrag zum Beispiel durchbekommen, dass im ländlichen Raum On-Demand-Verkehr, also eben diese Ruftaxis und Rufbusse, gefördert werden sollen. Ich habe gelernt, dass es Haushalte im Haushalt gibt, die dem Zugriff des Parlaments entzogen sind. Das sind oft Fonds, Stiftungen, Ausgabenreste. Da muss man genau hinschauen und da sieht man auch, dass Zahlen nicht lügen. Da muss man sich reinfuchsen und wirklich rhetorische Manöver nicht akzeptieren, sondern darauf pochen, dass die Millionen- und Milliardenbeträge in Bayern endlich für die Umsetzung wichtiger Investitionen, Infrastrukturmaßnahmen, sozialen Maßnahmen angegangen werden. Für eine gute Infrastruktur braucht es eben auch Windräder, um die Energiewende zu schaffen. Ich habe Verständnis dafür, wenn man das gut überprüft haben will, weil es vor der eigenen Haustür ist. Ich kann aber auch berichten, ich betreue den Landkreis Eichstätt mit. Dort stehen viele Windkraftanlagen und dort sind die Kommunen eigentlich sauer, die kein Windrad mehr aufstellen konnten, weil die 10H-Regelung ja dann auf den Weg gebracht wurde, die Windkraft zum Abwürgen gebracht hat. Und diese Windkraftanlagen sind sehr einträglich für die Kommunen. Und von daher wünschen sich die dort mehr Windräder. Und ich sehe schon, dass wir das auch im Landkreis München brauchen. Gerade im dicht besiedelten Ballungsraum München, wo das Verkehrsaufkommen immer weiter wächst, ist es besonders wichtig, die Bevölkerung vor Lärm zu schützen. Denn Lärm macht krank. Und wir konnten hier immerhin einen kleinen Teilerfolg erreichen, indem wir auf niedrigere Geschwindigkeiten auf den münchennahen Autobahnen gedrängt haben. Und tatsächlich hat die Verkehrsministerin unter anderem in Unterhaching die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn wenigstens auf ein Stück etwas abgesenkt. Es langt aber nicht, wenn das nur dort passiert, wo die Verkehrsministerin selber wohnt, sondern wir brauchen systematisch mehr Schutz vor Lärm in allen Kommunen in ganz Bayern. Wir werden weiter um die wichtigen Themen kämpfen. Wir werden weiter den Finger in die Wunde legen, dass endlich die nötigen Infrastrukturmaßnahmen angegangen werden. Wir haben jetzt in der Krise verstärkt gesehen, dass Bayern nirgends so richtig fit ist. In Bildung nicht, in Gesundheit nicht, im Wohnen nicht, in erschwinglichem Wohnraum, in Mobilität nicht. Und das muss endlich angegangen werden. Wir müssen für soziale Gerechtigkeit sorgen. Das ist dann ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auch, ein Standortfaktor, dass die Menschen hier bleiben und hier arbeiten wollen. Und wir werden es angehen, dass wir hier endlich in die Umsetzung kommen. Also ganz konkret im Landkreis München habe ich vor, und ich hoffe, dass es gelingt, in dieser Wahlperiode noch auf einem ersten Stück des ersten Radschnellwegs in Bayern Fahrrad fahren zu können. Allerdings sind die Herausforderungen unserer Zeit die Klimakrise und die Biodiversitätskrise. Und ich wünsche mir, dass der Bayerische Landtag es schafft, diese Probleme anzupacken und in den nächsten verbleibenden 2,5 Jahren hier grundlegende Schritte zu gehen. Wir werden ihn auf jeden Fall versuchen, unter Druck zu setzen und darauf zu drängen.